Hallo und herzlich willkommen zu Teil 1, nee, Teil 22 des Let's Plays GTA San Andreas mit Tommy von den Weaklingen. In Teil 21 haben wir OG Locks Hausparty zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht, indem wir einen Überfall der Bolles verhindert haben. Die haben wir in Grund und Boden geballert und haben auch noch ein Borles-Gebiet erobert. Ich weiß gar nicht, ich guck mal, sieht man das auf der großen Karte auch? Ja. Hier, dieses kleine Ding da mitten im Feindesland. Es ist echt so bescheuert. Jetzt haben wir den Park da oben, dieses winzige Gebiet hier in der Mitte und hier unten das Gebiet. Es ist irgendwie. Naja, da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten. Das muss zusammenhängender sein. Aber jetzt habe ich mir gerade überlegt, gehe ich erstmal zu Denise. What's up, Romeo? What's going on, baby? Oh, nicht im Ernst. Ah, das habe ich mir ja schon gedacht, dass es darauf hinauslaufen wird. Jetzt haben wir ein Date und müssen währenddessen unser Viertel verteidigen. You know what this is? Hey Denise, bitte steh mir nicht im Weg rum. Zum Küssen drücke Tab. Die haben ja geile Ideen. Oh Mann, ey. Oh. Ja, war wohl nichts mit Küssen. So, haben wir jetzt hier auch wieder etliche Wellen, die wir bewältigen müssen, oder war es das? Now who the bitch, bitch? I put in more work than any man. You better not be in this part time. Ja, okay, ich glaube, das war's aber. Okay, das ist doch ganz nett. Jetzt muss ich ein Lokal auswählen. Ein Lokal auswählen, ein Lokal auswählen. Ich glaube, ich probiere es mal mit diesem. Das ist zwar eigentlich ziemlich ranzig, aber sie meinte ja mal, also beim ersten Date stand dort ja mal, dass ihr das Viertel hier gefällt. Also probieren wir das einfach. Gucken, was passiert. Aha, wieder die romantische Musik. Alkohol im Spiel, glaube ich zumindest. Ja, bestimmt. Ja. What a great meal, Romeo. Aha. Can you take me home, baby? You better Ja, dann treat me steig what the ein. best country is. Yeah, Knowing you're go on. doing as little as possible to help. Cool, thanks. That's good Okay, also die Texte scheinen aber immer die gleichen zu sein. Auf jeden Fall war es eben zu früh für einen Kuss während des Bandenkrieges. We gonna hang out again soon, huh? Light on, girl. Ja, das hatten wir schon genauso. Vielleicht ist das auch vom Fortschritt abhängig. Der ist natürlich jetzt immer noch mäßig, aber ja, ich weiß nicht. Es kommt auf jeden Fall auch immer nur ein ziemlich kleines Plus drauf. Und beim letzten Mal kam sehr kurze Zeit nach dem Date dann schon wieder ungefähr das gleiche in Minus. Also da ging es nicht wirklich voran. Jetzt besorgen wir uns erstmal wieder die kugelsichere Weste. Und dann, oh Mann, es gibt so viel zu tun schon jetzt. Jetzt schon jetzt, jetzt schon. Da weiß ich gar nicht so genau, was ich jetzt machen soll. Bandengebiet vergrößern oder doch mal eher bei Sweet die nächste Mission abholen oder beides. Also ich weiß nicht. Ich glaube, so ein Bandengebiet pro Folge wäre eigentlich eine coole Sache. Das können wir vielleicht mal probieren. Ich verspreche nicht, dass ich an diesem Konzept festhalte, aber wir können es zumindest mal probieren.
Huch. Na? Oh, ich habe irgendwie dicke Finger heute. Ich treffe irgendwie die Tasten nicht. Look where you going. Ja. So, jetzt würde ich am liebsten natürlich hier zusammenhängendes Gebiet herstellen. Es lachen mich zwar da die Ballless Guys an, aber ich möchte eigentlich hier gerne kämpfen, wenn das geht. Wenn das irgendwie geht. Ah ja, da sind welche. Aber die sind eh wieder. Ah, die sind eh wieder in unserem Gebiet unterwegs. Den Hügel hier haben wir jetzt auch nicht zum ersten Mal. Och nee, komm, Junge. Zwei Sterne ist extrem schlecht. Zwei Sterne und ein Bandenkrieg. Ich glaube, das ist too much. Wo laufen die denn hin? Ach Leute, wo laufen die denn hin? Die laufen weg von mir. Ich meine, ich kann zwar irgendwo verstehen, dass die Schiss haben, aber können doch nicht einfach vor mir weglaufen. Ach Mann. Ein Trauerspiel, das Ganze. Ein Trauerspiel, das Ganze hier. Wo läuft der denn jetzt hin? Ah, jetzt kommt er doch. Jetzt kommt er doch. Unglaublich. Da ist ein Herz, aber keine Rüstung in Sicht. Im letzten Mal war doch in der Nähe des Herzens. Herzens? Ja, wahrscheinlich in der Nähe des Herzens müsste wohl stimmen. Auch eine Rüstung. Diesmal nicht. Ist das ein balles Auto? Oh ja. Fuck. Blame society, fool. Ah, okay, da kommen wieder die schweren Waffen. Dann wechseln wir doch auch direkt mal. Okay. Gib dich zurück in die Kampfzone. Ja, pff. Als ob das jetzt an mir liegt, dass ich die verlassen habe. Zweite Welle überstanden. Okay, das ist nett.
Gib dich zurück in die Kampfzone. Nee, nee, nee. Okay, also das mit dem Schießen geht tatsächlich immer besser, habe ich das Gefühl. Was wirklich damit zusammenhängt, dass wir unseren Skill da verbessern. Wahrscheinlich auch irgendwie. Die schießen auf jeden Fall auch mit schwerem Kaliber auf mich. Oh, nachladen. Das Viertel gehört dir, geil. Ah, jetzt kommen aber wieder die zwei Sterne zum Tragen. Hatte mich ja schon gewundert, dass die auf einmal keine Rolle mehr zu spielen scheinen. Herz brauchen wir gar nicht. Aber jetzt würde ich gerne schnell nach Hause. Stopp. Ah, fuck. So. Crazy, crazy. Entertaining America, showing you why America is so respected culturally across the world. Okay, okay, ja, aber allmählich, also ich muss gestehen, das fand ich, ging jetzt eigentlich ganz gut. Das ging jetzt relativ gut, der Kampf. Ich würde das jetzt mal speichern, ich glaube aber fast, dann bleiben die Sterne stehen. Bin mir nicht ganz sicher. Und zwar hier speichern wir drüber. Ne, Sterne sind weg. Geil. Hoho. Ho. Ah, nice. Sehr nice. Okay, dann gehe ich jetzt noch zu Sweet. Mal schauen, was der für uns hat. Excuse you, dog. Carl, what's up, baby brother? What's happening? Peep this. Tenpenny just came by. Said that one of them ballers that you and Smoke laid out, Lil Weasel, is getting buried and all the OGs gonna be there. At a funeral? Yeah, we just catch all those ball sack ass niggas at one time. Ay, ay, ay. What's going on, dog? At a funeral. Just like mama's. What up, family? Let's go pop these motherfuckers out. What's cracking? Hey, look, we gotta go do something real big. What's poppin', nigga? What up, kinfolk? Put Grove Street on the map for good. For life. All right, nigga. Grove Street for life. Let's roll. Ay, 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 ay. We don't need some allies. Okay. G oder H? I'm gonna put in some work. You down? Steroids make you big. Do what? Das heißt denn G oder H? Weil das das egal ist. Come on, dude, roll with me. Hell, you my dog, man. Krass. Boah, ist das krass, das Spiel, was die sich da ausgedacht haben. Unglaublich. We'll go round back and left up across. Ui. Kane, ain't that cat front yard royalty? Yeah, so if there's a hint of trouble, he's a no-show. I love your show, man. I love you. Yeah, look, great talking to you. Hey, that's where I'm in front of each row of seats. Ja, dann hätte ich ja eigentlich auch mehr als zwei nehmen können. Wobei, das macht eigentlich wieder keinen Sinn, weil die hätten nicht ins Auto gepasst. Hat der gerade aufgeblinkt? Das wäre ja unglaublich geil.
Wo ist denn dieser Friedhof? Get this. Wieso haben wir hier noch ein Ganggebiet? Das gibt's ja gar nicht. Warum ist das unser Gebiet? Naja, ich sollte mich wahrscheinlich einfach drüber freuen. This is it. Okay, CJ, come on over. I like a woman's instincts. I really do. Y'all take up positions and wait for Kane. Buff. Ja, Okay. Here he come. Ach du Scheiße. Ja, was weiß ich denn, ob die auf Position bleiben. Might take a round or two to drop his ass. CJ, you take care of Kane. You guys take care of these other marks. This way, dude. Wo ist denn der Kane? Lay it in you. What y'all waiting for? I'm right behind you. Wo ist der Typ? Nein. Oh, das ist sweet. Ach du Scheiße. Ah, da ist er. Ach du Scheiße. There's a bowler's car coming to bail out Kane. Nice one, CJ. I'll get us a getaway car. You guys take out the rest of those ballers. Okay. That fool. Grow free for life. Ah, da. Okay. Boah, Leute. Ja, steigt ein. Okay. Also, tja, bleibt wohl einer zurück. Aber ich hatte ehrlich gesagt keinen Bock, mich jetzt verhaften zu lassen, nur weil der Typ nicht einsteigt. Scheint ja jetzt auch nicht so die Rolle zu spielen, hoffe ich mal. Ich meine, vielleicht kriege ich auch gleich zu hören, dass ich nochmal zurück muss, um den zu holen, aber darauf lasse ich es jetzt ankommen. Ja, eigentlich ging das ja wirklich, aber ich war so angespannt jetzt. Stopp mal. Hier war doch was, nämlich, wenn mich nicht alles täuscht, ein Stern. Jetzt können wir vielleicht etwas entspannter zurückfahren, wobei, gegnerisches Ganggebiet. Da ist nicht viel mit Entspannung. Okay, yeah. Man, we was a force back there. Everybody go home, stay low. We ain't seen each other all day. Copy? I'll catch you later, Carl. Geil.
Super geil. Perfekt. Ja, was soll ich sagen? Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Wir kriegen so gut wie nie Kohle für die Missionen, aber jetzt verdienen wir ja hier quasi permanent was. Also, das geht auch klar so. Perfekt. Geil. Ja, ich würde sagen, das war ein zufriedenstellender Teil 22. Bei dem würde ich es jetzt soweit belassen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Sage bis bald in San Andreas. Macht's gut. Ciao.